Hallo, willkommen beim Backfeger. Hallo ihr Lieben. Heute machen wir keinen Kuchen, nein. Wir machen was anderes. Und zwar machen wir diesen tollen Mundschutz für Kinder. Nehmen wir. Und zwar aus einem Kissenbezug und einem Bikini-Oberteil. Genau. Also lasst euch das Video nicht entgehen. Bis gleich. So ihr Lieben, heute möchte ich mit euch eine Gesichtsmaske selber nähen. Und zwar habe ich jetzt hier einen alten Kissenbezug noch gefunden. Da können wir das auch draus nähen. Also wir brauchen einen Kissenbezug, dann brauchen wir einen Hosengummi. Und für den Nasenbügel habe ich jetzt so eine Klammer genommen. Und zwar ist das von einem Schnellhefter. Die habe ich da rausgenommen. Sowas hat bestimmt jeder zu Hause. Okay, wir fangen an. Und zwar nehmen wir vom Kissenbezug die Seite, wo nicht genäht ist. Die Seite, also die ist nicht genäht, doppelt. Oben ist natürlich genäht. Wir stecken das Ganze jetzt ab. Und zwar haben wir hier auf der Seite für die Kinder 17 cm und lang muss der Stoff 22 cm sein. So, ich schneide jetzt den Stoff aus. Ich habe jetzt das abgemessen. Und der Stoff wird jetzt ausgeschnitten. Am besten mit einer Stoffschere, aber wenn ihr keine da habt, dann könnt ihr auch eine normale Schere nehmen. So, den Rest legen wir beiseite. Die Nadeln kommen wieder raus. So, und jetzt müssen wir die Mundfalten einnähen. Und zwar müssen wir dann von oben nach unten 6 cm abmessen. Eine Nadel rein. So, und von da aus jeweils 3 cm nach unten messen. Und auch wieder eine Nadel rein. Und das jetzt auf beide Seiten. So, wenn ihr das abgesteckt habt, dann kommen nochmal 2x3 cm, wo abgesteckt werden müssen. Dass wir insgesamt 3x3 cm haben. Und das auf jeder Seite. So, genau. So, wenn wir jetzt die 3x3 cm rechts und links abgesteckt haben, dann legen wir jetzt die Falten, und zwar von der obersten Nadel bis zur nächsten Nadel, eine Falte legen. So, dann die Nadeln entfernen und das Ganze einmal feststecken, damit es nicht mehr aufgeht. Ihr könnt es auch bügeln, dann hält es auch ganz gut. So. So, wenn ihr die erste Falte gelegt habt, dann kommt die zweite dran. So, dann müsst ihr jetzt die nächste Falte legen bis zur nächsten Nadel. So ungefähr. Und dann wird da mal da reingemessen mit eurem Maßband. Und zwar soll diese Falte innen drin ca. 2 cm haben. Und dann wieder die Nadeln raus und feststecken. Ihr könnt auch in der Mitte gern eine Nadel reinmachen. Oder wie gesagt, ihr bügelt es, dass es da auch zusammenhält. So, auf der Seite noch. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal. Wieder die Falte legen. So, wenn ihr die Falten jetzt festgesteckt habt, dann wird das Ganze nach links gedreht. Jetzt müssen wir die Unterseite noch einbucken und einnähen.
einmal und noch einmal und jetzt feststecken. Die Seiten sind ja schon genäht, jetzt haben wir nur die unterste Seite und die eine Seite zum Zusammennähen. Und die Breite ist ca. 2 cm, wo ich da eingeschlagen habe. So, wir nähen jetzt die Unterseite, wo wir gerade abgesteckt haben, einfach mit einem geraden Stich zusammen. Ich nehme die Füßchenbreite. Eine Seite ist zusammengenäht. So, wenn ihr jetzt die untere Seite eingenäht habt, dann brauchen wir jetzt unsere Klammer. Die schieben wir jetzt da oben rein. Und dann wird ganz knapp da unterhalb von der Klammer einmal rüber genäht, dass die Klammer einfach befestigt oben drinnen ist. So, wir nähen jetzt ungefähr 1,5 Füßchen breit an der obersten Kante entlang. Wenn ihr hinlangt, merkt ihr ja, wo die Klammer drinnen ist. So, danach bügeln wir jetzt einmal über die Falten drüber, wo wir gesteckt haben. Ich nehme die Nadel in der Mitte raus. Und dann wird einmal drüber gebügelt, dass wir die Nadeln jetzt mal rausbringen. So, wir brauchen jetzt auch noch einen Tunnel für unsere Gummis, für die Ohren, wo wir einnähen. Deswegen habe ich jetzt 2 Stücke Stoff noch vorbereitet. Die müssen ein bisschen länger sein wie euer Mundschutz. Und breit habe ich sie so 6,5 cm gemacht. So, jetzt müssen wir erstmal die Ecken oben und unten jeweils einnähen. Und dann so ungefähr halbes, dreiviertel Füßchen breit einmal komplett einnähen. So, also ich habe jetzt oben und unten die Seiten eingenäht. Jetzt wird die rechte Seite auf die rechte Vorderseite vom Mundschutz genäht. Einmal darüber nähen und dann können wir es umklappen. Machen wir es jetzt beidseitig. Wird jetzt einmal da entlang genäht. So, wenn ihr das jetzt gemacht habt, dann werden sie einmal umgeklappt. Das Ganze wird umgedreht. So, und dann wird es da nochmal eingeklappt. Und dann da nochmal drauf genäht. Jetzt wird dann da einmal runter genäht und dann haben wir unseren Tunnel, wo wir unseren Gummi durchschieben können. Einfach mit der Nadel festmachen. Und auf der anderen Seite auch. Einmal einklappen, reinlegen, festmachen und einmal runternähen. So, jetzt nehmen wir mal drüber. Ich habe euch ja am Anfang gesagt, wir brauchen so ein Hosengummi.
Mir ist aber jetzt noch was Besseres eingefallen. Und zwar habe ich noch ein altes Bikini-Oberteil, das ich nicht mehr anziehe. Und da sind ja diese berühmt-berüchtigten Bändel oben dran. Und der Bändel ist optimal für die Gummi um die Ohren rum. Also wenn ihr ein altes Bikini-Oberteil habt, wo ihr eh nicht mehr anzieht, ausmisten wollt, dann nehmt lieber so ein Teil. Das wird jetzt abgeschnitten auf die Länge, wo wir brauchen. Und dann wird es mit der Sicherheitsnadel in den Tunnel eingeführt. Also ich habe jetzt eine Sicherheitsnadel genommen, das an den Bändel von dem Bikini-Oberteil gemacht. Und jetzt fahren wir das durch den Tunnel da durch, ziehen das einmal da durch, dass auf der anderen Seite wieder rauskommt. Müsst ihr bloß aufpassen, was ihr für Sicherheitsnadel habt. Keine zu dicke, weil sonst kommt er durch den Tunnel nicht. So. Und jetzt messt ihr es am besten mal an den Ohren von eurem Kind, wie lang der Bändel sein muss. Und dann wird er noch zusammengenäht. Entweder mit der Hand oder mit der Maschine. Also, ich habe jetzt das eingezogen, mit der Hand zusammengeflickt. Und dann müsst ihr es einfach so lange drehen, dass das, wo ihr zusammengeflickt habt, jetzt in dem Tunnel ist. So. Und dann passt die ganze Sache. Und das Ganze machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. So, fertig ist unser Mundschutz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen kostenlosen Kanal.